Also mein Name ist Simon Geiseder, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Kirchdorf an der Krems, das liegt in Oberösterreich und ich habe meinen Zivildienst beim Roten Kreuz in Oberösterreich absolviert. Am besten hat mir gefallen beim Zivildienst der Zusammenhalt in der Roten Kreuz Familie, die abwechslungsreichen Situationen, die man erlebt und dass man auf viele Situationen vorbereitet wird im Leben, sei es notfalltechnische Sachen, Erste Hilfe. Zivildienst ist das Helfen in Situationen, wo vielleicht andere wegschauen. Und natürlich bin ich auch freiwillig nur beim Roten Kreuz tätig und mich hat das weiterhin auch noch weiterführen. Also ich bin nominiert worden für Zivildiener des Jahres, weil ich während einem Einsatz meinen Rettungskollegen das Leben gerettet habe und er jetzt wieder weiter Rettungsdienst fahren kann. Also ich freue mich sehr, dass ich da nominiert worden bin und ich habe mir das am Anfang gar nicht geglaubt, dass es so weit kommt und ich freue mich richtig drauf, dass ich an der Verleihung teilnehmen darf.